ihr mit dabei seid. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, heute führen wir einen Test durch. Und zwar zu einem ganz neuen Produkt von Maybelline. Das habe ich euch in meinem DM-Neuheiten-Video gezeigt. Und ihr wolltet dazu unbedingt ein Video sehen, was ich natürlich sehr gerne mache. Es geht um das Thema Augenbrauen. Und zwar hat da Maybelline ein neues Produkt rausgebracht. So sieht das Ganze aus. Es nennt sich Tattoo Brow. Das kostet 11,95 € und wie gesagt, es gibt es ganz neu in der Drogerie zu kaufen. Ich möchte ganz kurz noch etwas dazu sagen zu dem Video an sich. Wir machen mal ganz kurz eine Klammer auf und zwar werde ich für dieses Video nicht bezahlt, sonst hätte ich es auch eingeblendet. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, dass ich immer ehrlich mit euch bin. Ich möchte es nur ganz kurz dazu sagen für alle, die neu auf meinem Kanal sind und sich dann jetzt wundern, weil sie vielleicht ein anderes Video dazu gesehen haben und das Ganze eingeblendet wurde und sich dann denken, hey, die Heidi hat aber bestimmt Geld dafür bekommen und blendet es nicht ein. Okay, also lasst uns starten mit diesem Produkt hier. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Peel-Off-Produkt. Wir haben vergessen, die Klammer zuzumachen. Klammer wieder zu. So, also es ist ein Peel-Off-Produkt und zwar verspricht es, dass wenn man sich das aufträgt und dann eine Weile einwirken lässt, also zum Beispiel 20 Minuten, dann hält das Ganze bis zu einem Tag oder 2 Stunden, dann hält das Ganze angeblich bis zu 3 Tage. Also wenn man das Ganze durchführt, hat man quasi diese Erleichterung, dass man sich nicht jeden Tag Augenbrauen nachzeichnet. Und ja, jeder, der mir auch schon länger folgt, weiß, dass das Thema Augenbrauen hier auf meinem Kanal eine never-ending Story ist, weil ich einfach nie zufrieden bin und auch schon mehrere Dinge ausprobiert habe. Aber gut, so ist es halt. Jetzt testen wir einfach mal dieses Produkt. Das gibt es in 3 verschiedenen Nuancen. Und zwar haben wir Dark Brown, wir haben Medium Brown und Light Brown. Und ich habe natürlich Dark Brown. Habe ich mich auch gefreut, dass ich die Farbe bekommen habe. Haben Sie schon Gedanken gemacht, ne? Jedenfalls teste ich das jetzt und ich würde sagen, falls es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich hoffe, dass ich ja, in den nächsten Tagen weitere Videos machen kann, ne? Und nicht aussehe wie, ja, weiß ich nicht, also hier so 2 Balken habe. Also meine Augenbrauen habe ich mir ja schon nachgezeichnet vorhin eben. Ich nehme mir das Ganze jetzt ab. Ich nehme kein normales Abschminktuch, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir eine Wimpernverlängerung habe machen lassen. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ich nehme jetzt meine Augenbrauen ab und hoffe, dass ihr nicht allzu sehr schockiert seid, wenn wir uns jetzt gleich wiedersehen. Okay, dann lasst uns starten. Oh mein Gott. Ach, und für alle die fragen, mit welchem Augenbrauenstift ich immer meine Augenbrauen nachzeichne, habe ich euch auch in meinem DM-Neuheiten-Video gesagt. Und zwar ist es einer von L'Oreal Brow Artist, nennt er sich, Expert, in der Farbe 109. Ebony, genau, mit dem komme ich am besten aus und habe mir den schon mehrfach nachgekauft. Und jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht. Ich mache mir jetzt meine Augenbrauen ab. Oh mein Gott. Vor allen Dingen auch geil, weil jetzt so die Schminke mit abgeht und jetzt sehe ich gleich so halb geschminkt aus. Aber gut, so ist es halt. Auch mal kurz mein Haar rein. Moment. So. Schon besser. Ich hatte ja vor einiger Zeit Microbleeding oder, ja, Bleeding oder Blading, ne? Bleeding. Ja, und genau, das sieht halt jetzt so aus, nach einiger Zeit. Ich glaube, ich habe das jetzt schon 1 Jahr. Also gut, wir tragen jetzt das Produkt gemeinsam auf. Ich komme ein bisschen näher. Das Pinselchen, das ist relativ dick und die Konsistenz ist auch so, ja, so ganz fest, also so ein bisschen pumpig. Und riechen tut es nicht besonders gut. Okay, also ich komme ein bisschen näher und dann tragen wir uns das jetzt gemeinsam auf. Also ich trage es auf und ihr schaut zu. Okay Leute, ich bin ein wenig aufgeregt. Lasst die Spiele beginnen. Ah! Boah, krass. Okay. Leute, ich muss zwar später noch auf die Arbeit, ne? Ich hoffe, dass mein Mann mich wieder erkennt. Oh Gott, ich habe ein bisschen gepatzt. Wie macht man das jetzt dann weg? Hilfe! Scheiße. Okay, man darf keine Schimpfwörter sagen. In so einer Situation darf man. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass mich mein Mann wiedererkennt heute. Ach du Scheiße, Leute. Also es ist sehr kühl.
fühlt sich auf jeden Fall sehr kühl an, aber ich habe hier schon wieder gepatzt. Oh Mann. Viele meinen ja auch, dass Augenbrauen gleich aussehen müssen, ne? Aber ich sag mir immer, das sind keine Zwillingsschwestern. Das sind zwar Schwestern, aber keine Zwillingsschwestern. Also ich meine, der Körper ist halt nun mal nicht auf beiden Seiten komplett gleich. Also versteht ihr, wie ich meine? Ja, oder? Ich trage mir das jetzt mal ein bisschen dicker auf. Oh Gott, Leute, was ich jetzt mir hier antue, ja. Wenn es jetzt scheiße aussieht, dann habt ihr in den nächsten Tagen erstmal keine Vlogs, ne? Oder ich mache mir so eine Mülltüte über den Kopf, so eine Papiertüte. Wie sieht's aus? Scheiße. Scheiße. Hey Leute, am Ende bin ich hier voll der Horst, ja, weil ich das komplette Programm habe, indem man so richtig heftig scheiße aussieht. Oh nein. Okay Leute, also ich lasse es jetzt einfach mal so. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das getrocknet ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es einwirken lasse. Mal gucken. Leute, ich bin aufgeregt. Was soll ich euch sagen? Oh mein Gott. Ungewesen. So, okay. Also, wir sehen uns später wieder. Nein. Okay, meine Lieben, es ist soweit, die Zeit ist um. Ich habe das jetzt über eine halbe Stunde einwirken lassen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich mache das jetzt ab. Wie gesagt, das ist ja ein Peel-Off-Produkt. Man soll das in Haarwuchsrichtung wegmachen, also von innen nach außen, nicht andersrum. Und ich bin aufgeregt. Das machen wir jetzt. Okay, das Beste ist natürlich, wenn man das in einem Stück wegbekommt. Nein! Oh mein Gott! Leute, ist das deren Ernst? Ich komme mal ein bisschen näher, Moment. Also ihr müsst dann schon warten, natürlich bis es trocken ist. Ne? Also ihr müsst da auch so entlang gehen und gucken. Aber wie gesagt, bei mir hat es ja jetzt eine ganze Weile eingewirkt. Und ich kann es tatsächlich in einem Stück abziehen. So sieht es jetzt aus, wie eklig das aussieht. Aber vom Ergebnis her, ja, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so zufrieden bin, weil ich so pingelig bin. Nee, aber ja, irgendwie ist es voll ungewohnt. Also ich gehe hier die ganze Zeit auch drüber, ich habe nichts am Finger. Ich gehe mal mit einem Wattepad drüber, da ist nichts. Okay, wir machen das nächste. So, also von innen, wie gesagt, nach außen. Boah, krass. Scheiße. Okay. Es ist eklig. Sieht voll eklig aus. Also so sieht es jetzt bei mir aus, Leute. Ich gehe gerade nochmal rüber. Und was meint ihr? Wie findet ihr das Ergebnis? Ich weiß nicht. Also, wir machen es einfach so. Ich gucke jetzt, wie lange das hält. Und dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das wisst ihr ja, dass ich euch da immer sage, da ist nichts dran, wie ich das Produkt finde, auch auf längere Zeit gesehen. Weil das bringt ja nichts, ne? Wenn es jetzt hier so super toll aussieht. Und in 2 Stunden scheiße aussieht, das bringt ja wirklich nichts. Ja. Aber gut, okay. Okay, meine Lieben, also so viel zu meinem Test, zu dem Produkt von Maybelline, Tattoo Brow. Ja, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr das findet. Jetzt kommt auch noch die Bella her, ne? Da ist sie. Ob ihr das schon in der Drogerie entdeckt habt, ob ihr mit dem Gedanken spielt, euch das zu kaufen, beziehungsweise ob ihr es euch schon gekauft habt. Und welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Ja, lasst mich das sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Moment, ich muss erst meine Haare zurechtzuppeln. Genau, lasst mich in den Kommentaren wissen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns ein wenig austauschen. Und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das jetzt bei mir so gehalten hat, wie ich das finde, wie ich das morgen finde, wenn ich aufstehe und das Ganze so aussieht. Und ja, ich hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend.
Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!